Und willkommen zurück zu Let's Play Demon War. Der letzte ist mir stehen geblieben und ich habe es noch ein bisschen nachgeguckt. Und mein Problem ist, ist hauptsächlich das Gewicht, das Armut mindestens 30 Kilo wiegen muss, für Greymon zu bekommen. Ich weiß nicht, wie ich das damals da geschafft habe, aber Gewicht sieht nicht danach aus nach 30 Kilo und egal, ich nehme jetzt die Demon, die kommen. Ich werde jetzt nicht extra spezielle Demon holen und abwarten. Ich warte einfach ab. Oh man, werde schon richtig Demon kriegen. Ich werde die Demon so nehmen, wie sie sind, und dann ist es tot. Bei den Digitationen, was es ist, bei den Stationen, welcher mindestens als bei Hund über 100 bis 1000 habe. Und jetzt warte ich mal gerade. Kann nämlich sein, dass der jetzt was scheißen will. Nee, nicht wunderbar. Das heißt also, ich kann beruhigt. Hier nochmal was überall abbauen. Abräumen. Bevor es gleich wahrscheinlich scheißen wird in der nächsten Stunde. 30 Kilo, wie will ich das nicht schaffen direkt, ey? Dann muss ich schon direkt die Filets haben, die kriege ich erst später. Die geben nämlich 3 Kilo pro Dinger. Pro Einheit. Aber die ist weg, ich muss gleich echt mal runter hier. Ich bin wahrscheinlich gar nicht denken, dass er Zentaurumon wird. So wie so häufig. Zentaurumon ist das meist verbreitete Demon, was ich hier kriege. Dann früher war es Numemon, weil ich die Parameter nie eingehalten habe. Weil ich da nie drauf geachtet habe. Und ja, das ist so, weil es wird scheiße. Ich hoffe nur, dass ich schaue noch bis zur Toilette. Ja, und dafür sind halt die Gamma-Wheels, die ist gut. Jetzt hoffentlich schaffe ich das noch. Eine Stunde Zeit habe ich meistens, ehe das da hinscheißt. Oh, ein bisschen ein paar Screen wechseln. So. 1, 2, 3 Screen wechselt. Warum schaffe ich das? Oder digitiert vorher, das kann natürlich auch sein, wenn ich aufs Brot rüber. Aber, ups, ach, Mikro gekommen, Entschuldigung. Aber, Handwischer für nicht ins Feuer legen. Okay, Schwein gehabt. Kleiner Tipp für euch, digitieren tun die meist immer zur vollen Stunde. Und, Hetz. Schwein gehabt. Betamann, hau ab. Produkte Betamann ist ja. 1, 2, ja komm. Mach ich das fertig und dann gehen wir mal gerade ein bisschen aus für eine Stunde. Weil das wird nachher wieder traurig. Damals Schwein gehabt, das war nämlich eine starke Attacke. Komm, hau es weg, hau es weg, na put, hau es weg. Ah, das Fritte! Wunderbar, kein Damage bekommen. Ach, gut gemacht, Agumon. Du bist der Beste. Ah. Oh, 5350 Spitzen. Wow, leckt meine Wonne. Naja, so, komm, wir werden uns erstmal was ausruhen. Damit du dich ein bisschen erholen kannst, weil du bist schon. Ah, ich kroggy, sag ich einfach mal. Vom ganzen Trainieren jetzt schon wieder. Weil sonst wirst du mir nachher auch wieder umfallen und am Knarschen sein. Worauf ihr euch gefasst werden könnt, ist bei der Digitation. Da werde ich nämlich was einspielen. Und da hat mich Zeit gekostet, die Stadt mal hinbekommen, richtig abzupassen, alles etc. Ist ja nicht perfekt, aber ich finde für meine Verhältnisse ganz okay. Und ich werde auch dabei belassen, weißt du was Neues? Nein. Du weißt nichts Neues. Juramann, du enttäuschst mich. Extrem. So. Ja, bitte einmal schlafen, bitte. Ich will.
Arme sich am Boden, zieht sich hier ein bisschen. So, dann gucken wir mal, gerade hatten einspart Dings in so. Da haben wir unsere Steaks geholt. Ich glaube ja, ne? Nein, danke. Sparer. Na gut, dann gehen wir jetzt wieder runter im Bohrtunnel. Machen da weiter. Folgt aber auch noch ein Steak. So. Versucht immer so lange wie möglich hinauszuzögern. So schnell wie möglich zu fressen gehen, weil ich gerade immer das Gefühl habe, sofort unglücklich. Dein Gegenstand lag ich sogar kosten, das habe ich natürlich weggedrückt, Idiot. Ja. Du kannst hier den IQ-Chip hier ziehen. Und den IQ-Chip vom Schlagern. Weil, wenn wir verlieren, sollte man einen Kampf. Verliert Agumon ein Leben, es hat 3. Und, ja, uns werden Sachen nicht gestohlen. Ich werde natürlich später das auch noch zurückkaufen, aber es muss in der Zeit an uns hier Sachen gestohlen werden. Darauf kann ich gut und gerne verzichten. So. Auch müssen wir einfach das letzte Mal auf Glück machen, weil es zieht extrem hier. Zieht die Hechtsuppe hier. Ha. Oh Mann, scheiß Mikro. So. Baut noch ein bisschen. Oh, Glückspilz. Da könnte man gerade versuchen. Was haben wir? Wenn ich Pech habe. Geht das zwar jetzt in die Hose, was ich hier mache. Glückspilz. Ich Pescher geht drauf. Für diese Pins geschafft habe, habe auch eher gedacht, dass der Glückspilz mehr bewirkt als wie. Als wie, als wie gedacht. Okay, das dürfte jetzt nicht grober Fehler gewesen, was ich jetzt gemacht habe, aber. Lang kein Umemon, alles nur kein Umemon, sag ich jetzt einfach mal. Alles nur kein Umemon. Jetzt gib mir bitte die Backbombe! Ja, ich würde das gerne noch. Was ich immer zum Kotzen finde, ist wenn, wenn ich eine Attacke gerade ausführe, dann hat jemand getroffen, bevor die Attacke überhaupt losgeschickt wird. Ich mach doch die Magma-Bombe Gubugimon. Keine dicke Lippe. Ich dachte, mach eine Magma-Bombe, aber kann der dicke Lippe und Feuer speisen zum Kotzen da. Bei der Magma-Bombe. Vielleicht haben wir nur gewartet. Jetzt hat glücklicher. Ich hoffe es. Jetzt aufpassen. Ja. Ja, wir haben die Magma-Bombe endlich. Hat gar nicht lange gedauert. Wir haben direkt mal hier auswählen. Ein P132 Kraft. 280. Verdammt, der hat ja gar nicht lange gedauert, ey. Also ich mach aber mal zig Goburimons, ey. Bei meinem Spiel habe ich es direkt beim ersten Goburimon gehabt. Das müsste eigentlich, glaube ich, auch schon weiter im Tunnel. Oh, immer noch nicht. Okay. So. Wunderbar. Problem ist, ich habe den gerade eben fressen gegeben, die Stunde ist sogar schon rum und der wird das gleich scheißen wollen. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Das dürfte jetzt total enden.
Unglaublich. Na. Seht ihr, da ist es. Ich hab mir jetzt schon irgendwie gedacht jetzt. Das hat sich voll das geben. Oh Mann, ey, das haben die blöd und vor allem fies. Richtig fies gemacht. Ah. Halt bitte durch, Arme. Halt bitte durch. Halt bitte durch, ja. Da muss ich dich leider eine watschen, ey. Oh, das ist noch hier weiter hier vorne jetzt, ey. War auch so geil damals, als ich den Klappenschieber nicht hatte. Wollte schon mal gucken, war mäßig, wo ich war mal hin. Und dabei habe ich mal gedacht, der Wacht taucht im unterirdischen Teich auf. Habe ich mal gedacht, komm, versteckst dich am Geröll, versteckst dich im Geröll. Und leider kam kein Warmer. Denn Warmer kam auch ganz woanders, wo ich nicht hinkam. Außer später, wo ich den Klappencheat benutzt habe. War ganz einfach, deinen Klappencheat zu benutzen, ne? So, Armon, jetzt halt noch bitte einen Moment durch, sonst kriege ich die Krise. Ich will den direkt schon Ausbildungsfehler hier machen bei dir. Was immer zur vollen Stunde oder so, oder wo die fressen wollen. Und jetzt kriegt es noch, jetzt kommt der lange Screen, jetzt kommt der lange Screen noch. Ha. Oh. Mein Herz. Jetzt gewandern, ne? Hau bloß ab, Betamon. Modoki Betamon, ne? Hau bloß ab. So, ich mache jetzt auf den Weg zu was anderem. Nämlich. Quelamon. Quelamon. Vegetation! Ich bin gespannt. Ach, 15.000 wäre, weil ich jetzt schon. Wir haben es! Wir haben Greymon, ist das geil, lalalalala. We got it, I got it. Mach mal direkt dabei reinknallen. Was auch immer für ein Typ. Tag-Typ. Der weiß das sein. Ich habe ein Greymon! Ist das geil! Oh, herrlich. Warum mein Ausbilder wäre jetzt nicht gestiegen, das verstehe ich nicht. Egal. So, so mein Pekuelamon. Ja, auch schon mal ein bisschen weiterkommen. So. Hey, bist du ein Mensch? Ich bin Quelamon, das Meeresdämon. Hast du mich gesucht? Ja. Nee, wir haben... Ja, jetzt du es erwähnt, wir haben alles abgesucht. Aha, wirklich? Die Brücke flussaufwärts ist kaputt und du musst ans andere Ufer, stimmt's? Glück. Verstanden, also gut, ich helfe dir. Oh, ich find's so geil, ich bin froh, ich hab Greymon. Ah. Lauf über unsere Köpfe, hab keine Angst. Okay, los geht's. Gut, wir können klar, aber wie kommt Greymon bitte darüber? Das wiegt 30 Kilo. Wobei 30 Kilo ist gar nichts. Ne? Muss ein paar hundert Kilo wiegen. Wenn man es genau nehmen würde. Ah ja, egal. Jetzt könnte man einen Schritt hingehen. Ja, machen wir, holen jetzt Betamon. Und wir holen auch den Centaurumon. Grovenwald. Ja, Betamon bitte.
Edward ist wieder erwacht. Ich habe mal in der Stadt gewohnt, du riechst nach ihr. Wow. Als ich die Stadt verließ, war mein Gedächtnis weg, aber du hast mir die Erinnerung wieder gegeben. Ich kehre in die Stadt zurück, ja? Natürlich, bestimmt. Ja, hat sie dir gefallen, noch besser gefallen. Es ist viel los. Tatsächlich, ich bin ja so gespannt. Ja, lauf erstmal durch den Sturz, du Ass. Später machst du in die Stadt. Ich bin zu gleich gräben. Ich bin überglücklich. Die ganze Zeit habe ich geholt, gehofft. Jetzt holen wir uns noch Zentarumon. Ich glaube, ich auch noch eine Rolle spielen später. Mal verletzt ist, wie man gerade auf den Arm. Ne, will nicht schlafen. Okay. Dann. Machen wir das doch gerade. Ja, Mama, bist dich. Bei dem können wir uns auch für Grämern jetzt Attacken abgucken. Aber da habe ich einfach gar keine Lust drauf. Wow. Warnung, Eindringlinge werden erschossen, Zentaurumon. Amidawald. So, hier bin ich immer voll gerade auslaufen. Aber. Alarm, Eindringlinge. Ich schieße. Hier ist der Sinn, nicht gerade auszulaufen, sondern nach bei jeder Abbiegung abzubiegen. Das ist der Sinn der Sache. Ha, ich auf Anhieb richtig gemacht, wunderbar. Erstaunlich, dass du es durch den Wald geschafft hast. Ich bin Zentaurumon, entschuldige die Schüsse. Ich habe dich nur getestet, weil ich mit dir arbeiten will. Wir sehen uns in der Stadt. Was hier auch irgendwie ist seit dem Patch, was ist irgendwie komisch, dass hier jetzt nichts ist, was keine. Warte so. Nein, nicht da rein. Rein zum Dinoland. Da gehe ich aber jetzt noch nicht hin, weil da ist mein Armor noch ein bisschen zu schwach für. Gegen Tyrannumon. Hier lang sind immer Items, die da aufnehmen konnten. Das ist irgendwie, glaube ich, mit dem Patch jetzt rausgeholt worden. Patch sage ich schon. Mit dem richtigen Patch, mit der Originalversion rausgeholt worden, glaube ich. Ja. Egal. Ich habe den Zaubermon etc. in der Stadt. Was? Komm, bumm. Probier jetzt einfach mal mit der Armor. Vielleicht habe ich ja nun funktioniert. Dass ich vielleicht eine neue Attacke kriege. So. Mach eine Sturmattacke. Wunderbar. Jetzt eine kleine Attacke. Nicht eine Nachbarbombe, bitte. Ja, mach eine Sturmschnall. Das ist eine Attacke, die kann Raymond lernen. Da schon mal dazu jetzt direkt. So. MP-Disc, na gut. MP-Disc. So. Das gibt schon mal. Scheiße, ich will schon einfach später noch Ärger haben. Probieren wir das nochmal. Dann machen wir uns wieder auf den Weg zurück, wenn wir dann die andere Sache das fertig kriegen, die. Oh. Halt es, bitte. Noch einen hinterher. Okay, hast du auch nichts gebracht. Na egal. Gut, wir gehen jetzt wieder zurück zur Fall City. Nach Fall City. Ich muss aber noch schlafen wollen, du verdammte Hacke. Also, sonst müsste ich jetzt aber noch eine kleine Sache muss ich noch machen. Ich
denn? Ich muss gerade noch. Hier haben wir später auch noch ein Digimon Pixelmon. Da wird aber erstmal eine lange Zeit nicht dran gehen an das Vieh. So ist er schon Ultra Digimon habe. Das könnte ein bisschen problematisch werden. Ah. Und dann gibt es auch noch verschiedene Arten von Digimon, beziehungsweise Orte, wo man nur mit bestimmten Digimon rein kann. Zum Beispiel hier haben wir noch die. Als wir da schlafen, wunderbar. Hier ist noch die Schattenvilla. Da komme ich nur mit dem Digimon rein, was ein Typ Virus ist. Und ich muss mir gerade noch andere. Ja, so. Hier kannst du von mir aus schlafen, willst du irgendwie essen oder so? Nein. So, dann kannst du jetzt Haie machen. Ich mache einen kleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von Let's Play Digimon World. Bis dahin. Ciao.